In dem Prozess kannst du ein sehr erfolgreiches Geschäft aufbauen. Frage 1. Hat deine Lebensgeschichte, dein Wissen, deine Botschaft eine größere Bedeutung und einen größeren Marktwert, als du sie dir jemals vorgestellt hast? Frage 2. Bist du hier, um in dieser Welt einen Unterschied auszumachen? Und der beste Weg, um dein Wissen und deine Erfahrung zu nutzen, ist es, anderen zu helfen, erfolgreich zu sein. Frage 3. Glaubst du, du kannst dafür außergewöhnlich gut bezahlt werden, dass du diese Information weitergibst, die anderen hilft, und in dem Prozess kannst du ein sehr erfolgreiches Geschäft aufbauen? Warum habe ich dir diese drei Fragen bzw. die Statements als Fragen formuliert genannt? Damit du dir, mein lieber Freund, deinen Stellenwert bewusst machst. Damit dir ganz klar wird, du kannst etwas tun, das kein anderer kann. Du kannst etwas tun, das kein anderer kann. Und wenn du es nicht tust, wird es gar nicht getan. Maslow hat seine Bedürfnispyramide vorgestellt. Du kennst das wahrscheinlich, ne? Da unten sind dann die Grundbedürfnisse und dann geht das immer so höher in der Bedürfnispyramide. Und die Grundbedürfnisse unten, Essen, Trinken, Schlafen, das ist bei den meisten Menschen, die in unserem Raum leben, heute gedeckt. Und indem sie gedeckt sind, haben die Menschen zum ersten Mal, das ist spannend, in der Geschichte das ungeheure Privileg, sich jetzt massenhaft die Frage nach ihrem Sinn zu stellen. Hey, wenn es mir gut geht, wenn ich nicht mehr ums Überleben kämpfen muss, dann überlege ich mir plötzlich so Sachen wie, wie will ich leben? Und was kann mein Leben angenehmer machen? Welchen Sinn hat mein Leben? Du überlegst auch ganz banale Dinge. Wie kann ich meinen Hund besser dressieren? Sowas überlegst du nicht, wenn Krieg ist und du musst nur gucken, dass du irgendwie deine Familie durchfütterst. Und wer sich solche Fragen stellt, wer sich also mit der Sinnfrage beschäftigt, ob kleiner Sinn mit dem Hund oder ganz großer Sinn, wie kannst du vielleicht die Welt verbessern? Oder wer sich damit beschäftigt, wie er glücklicher sein kann, wie er mehr Lebensqualität haben kann, der sucht nach Information. Der sucht nach Information. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wer seine Grundbedürfnisse gedeckt hat, sucht automatisch nach Information. Und deswegen leben wir heute im Informationszeitalter. Und dieses Zeitalter zeichnet sich dadurch aus, dass wir fragen, welche Information von einer ungeheuren Menge da draußen ist wirklich wichtig für mich. Und ich glaube, es gibt 4 Hauptinformationen, die wir suchen, und ich beginne fast jeden Vortrag damit, weil es so wichtig ist. Die 4 großen L's. Leben, lieben, lernen, eine Legende schaffen bzw. ein Lebenswerk schaffen. Jetzt fragst du mich vielleicht, lieber Bodo Schäfer, warum erklärst du mir das so breit? Also, warum tue ich das? Ich will dich packen. Ich will dich wirklich packen. Ich will dir noch bewusster machen, dein Leben hat einen Sinn, einen wichtigen Sinn. Und du hast eine Mission ganz tief in dir. Und ich weiß nicht, ob du sie schon entdeckt hast und ob du sie kennst. Aber du hast sie. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen eine Vision. Eine Vision, die sich um deinen Lebenssinn dreht. Wir haben gerade über die Grundbedürfnisse und über die Sinnfrage gesprochen und dass das alles mit Information zu tun hat und dass es 4 große L's gibt, die unserem Leben einen Sinn geben, Leben, Lieben, Lernen, eine Legende schaffen oder ein Lebenswerk schaffen. Frage, stimmst du mir zu? Schauen wir uns dafür die 4 jetzt mal näher an. Und legen wir die Messlatte etwas höher, als man es vielleicht normalerweise tut. Erstens, Leben. Sind wir wirklich lebendig? Gehen wir genug Risiken ein? Träumen wir groß genug? Kämpfen wir wirklich? Rufen wir wirklich unser Potenzial ab? Werden wir am Ende sagen können, ich habe gelebt? Und zweitens, lieben, geben wir genug Aufmerksamkeit und Anerkennung? Schenken wir Unterstützung und Wertschätzung? Fördern wir aus ganzer Kraft? Können wir am Ende unseres Lebens sagen,
Ich habe geliebt. Und Achtung, lieben ist ein Verb, ein Tätigkeitswort. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist etwas, was wir erleben, wenn wir entsprechend handeln. Und drittens, lernen. Verlassen wir unsere Komfortzone regelmäßig. Denn jede Lern- und Wachstumszone liegt ja außerhalb unserer Komfortzone. Lassen wir uns coachen. Verbringen wir ein Drittel unseres Arbeitstages damit, Neues zu lernen. Haben wir ein Netzwerk von Experten? Verstehen wir Modeling of Excellence? Haben wir Vorbilder? Mit anderen Worten, werden wir am Ende unseres Lebens sagen können, ich habe gelernt. Und viertens, der Lebenssinn. Haben wir ein Lebenswerk, das uns mit Begeisterung erfüllt? Eine wirkliche große Lebensvision, ein großes Ziel? Haben wir das tiefe Wissen, ich kann einen Unterschied ausmachen? Hast du eine Aufgabe, von der du weißt, die kann nur ich erfüllen? Kannst du am Ende deines Lebens sagen, ich habe einen Unterschied ausgemacht?